Gut. Dann gehen wir jetzt hier durch. Hier kommen wir wieder auf den Gang. Aber hier ist ein Raum. Oh. Ihr seid also gekommen, um mein Werk zu bestaunen. Ziemlich beeindruckend, oder? Der Kerl zu meiner Linken hat ziemlich lange geschrien, bevor er endgültig weg war. Ha, ha, ha. Es wurde angeordnet, die Gefangenen freizulassen. Bitte leistet ihm jetzt Folge. Widerwärtiges Monster. Im Gegensatz zu den armen Sklaven, die ihr gefoltert habt, können wir uns wehren. Genau. Ich bitte um einen sauberen Schuss. Ah. Starres Denken, das können wir bannen. Ihr braucht meine Hilfe bei Spinnen. Ich tu. Au. Ich bin liebevollen. Verdammt nochmal, dünner hier. Ich tu mein Bestes. Ihr habt liebevollen. Was liebevollen? Kommt schon, das ist jetzt nicht euer Ernst, dass das hier nicht klappt. So, jetzt ist das verdammte starre Denken weg. Man kann's ja mal versuchen. So, Vince Cutting overkillt. Sowas muss doch echt nicht sein. Ganz ehrlich, mit starrem Denken in der Tür feststecken und Dünner hier kann nicht Magie nicht bannen. Ihr braucht meine Dienerin stets zu euren Diensten. Diese Gruppe ist außerordentlich vielversprechend. Was wollt ihr? So. Das war ein Ogre, Markus. Betonung liegt auf wahr. Wir gucken jetzt mal weiter in die Richtung. Okay, hier schon mal wieder viele Hobgoblins. Okay, die stehen hier einfach im Gang rum. Wie befallen. Das da oben sieht so aus, als ob da ein Haufen Hobgoblins drin wären. Ja, genau. Au. Au, au, au. Weg mit dir, Dünner hier. Ja, nichts leichter als das. Euer Leben liegt in meiner Hand. Verschont keinen. Was meinst du gut? So. Ihr habt Gerbi befallen. Machen wir zur Sicherheit mal Spiegelbilder und Dünner hier. Oh, eine Magierin. So, hat sie irgendwas getroffen? Was? Verschont keinen. Oh. Wieder starres Denken. Au. Der Blitz war garstig. Ah, okay. Ich tu mein Bestes. Oh, die hat schön viel Zeug bei sich. Wieder eine Robe, die wir nicht identifizieren können. Personen festhalten können wir nicht schreiben. Schade.
Spiegelbild können wir schon. Ruhlberührung auch. Verlangsamen. Das hat geklappt. Ja? Hier lang. Au. Ja, so gut doch wie nicht, erledigt. Doch nicht gerade. Ja, hier war. Okay, starres Denken hat abgeklungen. Gut. Ziehen wir uns mal hier in die Ecke zurück. Natascha. Okay, wir haben Natascha getötet. Und wir konnten uns ausruhen. Eine Aufgabe? Was wollt ihr? So. Eure Dienerin steht. Jetzt einmal Yahira wieder hochheilen. Das kann etwas dauern. Ja, oh allgegenwärtige Autoritätsperson. So, du noch einmal. Und du heißt Gina hier. Mich kümmere, ich hab genug davon. Ihr eins auf die Chiorne. Das war ich beinahe unter meiner Würde. So. Du nicht, ich hab genug Gina davon. Hier. Du guckst mal kurz, ob diese Magierin Fallen an ihren Schreibtischen angebracht hat. Oh. Was? Beinahe unter meiner Würde. Da war ein Hobgoblin. So, jetzt gucken wir nochmal. Der Speer interessiert mich. Ein Speer plus 1, also nichts Besonderes. Die Zauberrobe können wir jetzt halt gerade nicht mehr identifizieren. Was Tisch ist leer. 13 Goldmünzen. Ja? Okay. Beinahe unter meiner Würde. Oh, flankieren. Wenn niemand besser geeignet, ich tue mein Bestes. Das ist nichts leichter als das. Flankieren ist nicht so nett. So, und viel haben wir jetzt nicht mehr. Wir sind nämlich schon wieder hier oben fast. Oh, eine Rüstkammer. Sogar eine plünderbare Rüstkammer. Ja? Immerhin, schau dir mal an, was hier so steht. Eine Rüstung, die wertlos ist. Noch eine wertlose Rüstung. Mich kümmert's nicht. Du bist ja ein komischer, ein denn ich Lederwams. Verschwinde jetzt. Ein beschlagener Lederwams sogar. Der ist nett. Hier ist nichts mehr Besonderes. Auch nicht, auch nicht. Und hier sind noch Schilde. Turmschild. Ein runder Buckler. Hm? Kleiner Schild plus 1. Oh, und Minsk ist überladen. Beschlagener Lederwams plus 1. Ja, das heißt. Was? Noch ein Raum und ja, wir sind gut. Durch hier. Oh, und noch ein Hobgoblin. Was immer ihr braucht. Was wollt ihr? Beinahe unter meiner Würde. Wo zur Hölle ist der jetzt hin? Ich hätte zur Armee gehen sollen. Wo rennen die alle hin? Da ist er jetzt auf einmal. Was sucht ihr in meinem Zimmer fort? Hier dürft ihr nicht rein. Ihr braucht man, wenn niemand besser geeignet ist. Ihr habt so gut wie erledigt. Was? Ich bin ganz Ohr. Meine Klinge wird mich zurechtstutzen. Genau, prügelt euch. Ja, hier hat's geschafft, ihn zu töten. Also ernsthaft. Was wollt ihr lang? Das kostet einen Haufen Nerven, diese Minen. Trag der Feuerriesenstärke. Einmal Magie bannen, das ist sehr schön. Trag der Spiegelaugen, Trag der Stärke.
Spiegelaugen können wir an sie geben. Feuerriesenkraft, Tränke hat zurzeit keiner. Musst du den behalten. Und die Schriftrolle kriegst du mal. So. Was? So, das heißt, wir sind auf diesem Stockwerk fertig. Abgesehen von umher patrouillieren die Cop-Goblins. Und respawnen den Hobgoblins. Ich bin wirklich nicht mit ganzem Herzen. Wie ihr wünscht. Wir rufen, dann bringen wir die Sache mal ins Rollen. Ja, daran habe ich gleich gedacht. Die Hobgoblins hier respawnen nämlich. Wenn wir rasten. Meine Klinge wird euch zurechtstutzen. Das war übrigens der Grund, warum ich gesagt habe, diese Ebene ist so nervig. Ich bin wirklich nicht mit ganzem Herzen bei der Sache. Für die Gruppe. Was wollt ihr? Das ist nämlich auch nervig, dass sie auf einmal in die andere Richtung rennen wollen. So, jetzt aber. Lauft bitte alle denselben Gang entlang. Hallo. Die wollten schon wieder umdrehen. So, der da, den können wir ignorieren. Der glaubt nämlich, dass wir in Auftrag von Baldur's Tor unterwegs sind. So, und hier können wir nochmal in der Ecke, bevor wir runtergehen, rasten. Verschont keinen! Vorausgesetzt, wir kommen durch den Hobgoblin hier durch. Gerechtigkeit! Dies ist mein Wort. Jawohl, danke. Ja. Beinahe unter meiner Würde. Dünner hier, falsche Richtung. Ihr habt eine Aufgabe. Du entgiftet Kali. Für die Gerechtigkeit. Dies ist mein Wort. Und ich mag dieses Stockwerk sowas von gar nicht. So, du heilst dich nochmal. Was wollt ihr? Nichts leichter als das. Ich glaube nämlich, Daveron hat auf seiner Etage auch noch Wächter. Wir sind nämlich jetzt gleich auf seiner Ebene. Was? Beinahe unter meiner Würde. Eine Etage tiefer, bitte. Okay. Ich kann das nicht. Ich höre schon mal jemanden gehen. Ja, nichts leichter als das. Hier lang. Okay. Du siehst nicht so aus wie ein handelsüblicher Wächter. Wächter, ich bin gespannt, welchen Grund ihr für eure Anwesenheit vorbringen könnt. Nun ja, das tun wir nicht. Das ist doch hoffentlich kein Problem. Wir wollen Eisenerz kaufen. Wir wollen den Herrn der Mine sprechen. Da wären mag keinen unangemeldeten Besuch. Was wollt ihr? Yay. Okay, du bist ein etwas stärkerer Wächter. Du hattest auch einen Plattenpanzer. So, jetzt tasten wir uns ganz langsam nach vorne. Ja, gut. Ja, hier lang. Es gibt hier nämlich Fallen. Etwas Unnatürliches geht hier vor und ich möchte nicht daran teilhaben. Die können richtig, richtig mächtig garstig sein. Mich kümmert, denn ich verschwinde jetzt. Genau diese Falle nämlich, die ich jetzt gerade ausgelöst habe.
Okay. Die beiden Jungs nämlich sind eine Falle. Was? Ihr habt gerufen? Ja? Meine Knie soll euch zurechtstutzen! Und zwar eine der garstigsten überhaupt, wie man sehen kann. Und die hat uns gerade getötet. Ja, ich will das Spiel laden. Gut. Du bist ja, ich hab genug davon. So, Imoen geht ja, beinahe unter meiner ganz Würde. Langsam nach vorne dieses Was Mal. Ihr? Beinahe unter meiner Würde. Ja, ich hab genug davon.